Servus und willkommen zu Scrap Mods. Heute möchte ich euch die Kitchen Furniture Mod von Critters Hot präsentieren. Hier seht ihr schon seinen Kühlschrank rotieren, eine Kühl-Gefrier-Kombi. Und es gibt noch 15 weitere Objekte in diesem Paket bei dieser Mod. Ich habe mal hier eine Küchenzeile an die Wand geklatscht. So könnte das Ganze aussehen. Oder auch wie hier im Bild in meinem Busdepot. Da habe ich oben ja so einen kleinen Aufenthaltsraum, wo ich auch die Küche jetzt mal abgerissen habe und die Furniture Mod hier von Critters Hot genutzt habe. Und es sieht doch schon sehr cool aus, muss ich sagen. Insgesamt, wie gesagt, 16 Objekte sind's. Und dann noch einen Block, so ein Holzblock, der sich leider nicht anmalen lässt, egal welche Farbe wir wählen, er bleibt in dieser Art und Form. Ist ein bisschen schade. Vielleicht ändert er das noch. Dann haben wir hier natürlich, ja, können wir so eine Küchenzeile halt basteln, wie wir wollen. Noch ein Herd und dann noch den Kühlschrank ran. Wie ihr schon im Bild gesehen habt, kann man die hier als für oben benutzen. Oder auch hier die diese kleinen Regale, jetzt ist mir der Name entfallen, diese kleinen Regale können wir hinmachen. Daraus können wir auch gut eine Bar bauen oder so, meine ich. Und dann hier noch um die Kurve rum. Für innen, sage ich jetzt mal. Oh, hoppla. Ich brauche den hier für innen zum Beispiel. Also hat er schon an einige Objekte gedacht. Und da geht es ja noch ein bisschen weiter. Jetzt können wir zum Beispiel noch hier so Salzstreuer und Pfefferstreuer und sowas unter ein Schneidebrettchen, ein kleines, einfach ein paar Sachen, Tassen, Reibe, Dingsbumsteil da und Teller gibt es auch. Eine Mikrowelle hat er auch hingebastelt, kreiert, was auch immer. Koso, oder ne, Casa? Was ist denn das? Was ist denn das für eine Marke? Germany, yay, Caso Germany. Ich kenne Caso nicht. Kennt die jemand, die Marke? Ich kenne sie nicht. Aber cool. Jetzt ist Germany in Scrap Mechanic vertreten. Dann gibt es auch noch eine... Ich stelle es mal auf den Herd. Eine Kaffeemaschine von Jura in diesem Fall. Schickes Teil. Definitiv cool. Die lässt sich natürlich auch umfärben. Eine komplett schwarze oder eine pinke, warum auch nicht, eine pinke Kaffeemaschine. Und dann gibt es noch eine Lampe. Bei der Lampe müsst ihr ein bisschen aufpassen, die ist sozusagen halb durchsichtig. Hier oben, der obere Teil ist durchsichtig, da seht ihr, da könnte ich jetzt hinten was hinbauen. Nur hier der untere Teil, da könnt ihr es wegreißen, wenn ihr dahinter macht, zack, da durch geht's. Das seht ihr auch, wenn jetzt hier, da könnt ihr es doppelt so hoch machen. Und ja, jetzt habe ich hier zum Beispiel den Block weggemacht, weil ich hier nicht tief genug war. Also im Prinzip immer den Boden, den Fuß. Und da ist jetzt noch keine Lampe drin, die müsst ihr auch selber reinhauen. Und dann leuchtet die so schön raus. Sieht auch nett aus. Und dann haben wir noch einen Tisch und einen Stuhl dazu. Tada! Kann ich mich hinsetzen an den Stuhl, sitze in meiner Küche. Ja, wie gesagt, noch ein bisschen schade, dass der Boden sich nicht lackieren lässt, aber ansonsten ist es definitiv eine sehr coole Mod von Herrn Critters Hot oder Critter Shot. Naja, egal, auf jeden Fall hat der Kollege eine tolle Mod gemacht und in der Videobeschreibung findet ihr wieder alle Infos dazu, auch den Link zum Workshop. Und da dies jetzt die letzte Mod-Vorstellung für diesen Monat ist, für Monat März, kommen wir jetzt zur Wahl zur Mod des Monats. Das könnt ihr machen über die Infokarte rechts oben, die müsst ihr anklicken und dann könnt ihr euren Favoriten wählen. Ich werde die Infokarte gegen Ende des Monats wieder löschen, damit nicht weiter gewählt werden kann. Weil das ist ja blöd, wenn dann im Nachhinein sich das ändern sollte oder sowas, dann ist mal eine andere Mod des Monats. Das finde ich ist ein bisschen blöd. Ihr habt also jetzt noch ein paar Tage Zeit, um zu wählen. Würde mich freuen, wenn alle mitmachen und im nächsten Video küre ich dann den Gewinner Mod des Monats März.
Gut, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.